wunderschönen guten Tag wünsche ich euch und willkommen zu einem neuen Food Haul. Wie immer samstags wird unser Wocheneinkauf erledigt. Diese Woche war es, ich würde sagen, schon sehr teuer, also für unsere Verhältnisse. Wir haben nicht sonderlich irgendwas gekauft, was unnötig war oder was jetzt extra war. Aber naja, wir haben auf jeden Fall 90 Euro ausgegeben. Hier sind auch die Sachen von meiner Oma dabei. Ja, für drei Personen, ja, aber trotzdem, mein Schnäppchenherz verkraftet das nicht ganz so gut. Aber gut, wir waren bei Edeka und bei Hit und haben eigentlich alles geholt, beziehungsweise alles bekommen. Was machst du da für ein Aerobic? Ich habe Gleichgewicht verloren. Also, alles bekommen, was wir wollten und was auf der Liste stand. Und dann würde ich. Geht dich gar nichts an, wollte ich hier. Ja, ich habe ja nur gefragt, ob du Aerobic machst oder Gymnastik oder eine neue Sportart. Das Programm kannst du ja zu 35,99 die Woche kaufen. Die Woche? Ja, ach so, okay. Bei 140 Euro im Monat ja voll in Ordnung. Noch günstiger als manch anderes. Ja gut, dann würde ich sagen, wir fangen mal an und euch wünsche ich viel Spaß. Fangen wir mit der ersten Tasche hier an. Da habe ich einmal so eine Taschentücherbox von Gut und Günstig. Die mag meine Oma immer ganz gern. Die hat die immer so auf dem Tisch stehen. Ich hole noch eine leere Tasche, dann kann ich den Kram eigentlich reinmachen. Ja, stimmt, das ist eine gute Idee. Dann können wir das gleich runterbringen. Weil ich dachte, ich zeige euch auch mal wieder so die Sachen von Oma mit. So, einmal Taschentücherbox auf jeden Fall. Dann habe ich zweimal Chips mitgenommen. Ich hatte jetzt eine Zeit lang gar keinen Bock mehr drauf und habe jetzt einmal Jumpies und einmal Paprika-Ecken mitgenommen. Die waren beide im Angebot. Einen Weißkohl haben wir gekauft für diese Woche. 3 Euro hat dieses kleine Ding hier gekostet. Aber naja, ich versuche mich nicht mehr aufzuregen, weil das bringt nämlich sowieso nichts. Und einmal zerdetschte Tomaten, wo der Weißkohl drauf lag. Haben wir auch noch mitgenommen. Einmal Toastbrot, wie immer so ein Weizentoast. Ja, schön, kannst du eigentlich direkt wegräumen. Deswegen stehe ich doch eigentlich hier, oder? Ja, dann haben wir einmal Trauben. Jakob isst die ja gern. Und noch einmal Trauben für Oma, weil die waren im Angebot. Und dann dachte ich mir, passt das ganz gut. Dann ebenfalls ein Brot für meine Oma. Die mag am liebsten immer diese Weizen, also Weizenmischbrot, hier diese Bauernschnitten. Ja, das ist so der ihr Go-To-Brot. Und auch einmal Margarine für sie. Da war jetzt bei Edeka Rama im Angebot. Und da habe ich die einmal mitgenommen. Die isst sie nämlich auch ganz gerne. So, dann habe ich noch eine Kohlrabi für die Kaninchen mitgenommen. Die essen die ab und zu mal. Und hier ist auch noch Fleisch. Haben wir runtergesetzt bekommen. Einmal Hackfleisch für 2 Euro gemischtes und einmal für 2,25 gemischtes. Nee, oder? Nee, Schweinegulasch, genau. Sehr gut, kann man wieder einfrieren. So, dann habe ich einmal von Altmeister oder eher von Hengstenberg Altmeister Kräuteressig mitgenommen. Ich mag ja eigentlich von Kühne, ist das Kühne? Ja, Kühne, ne? Kühne. Den Kräuteressig am liebsten. Und der war jetzt im Angebot, deswegen dachte ich mir, nehme ich den mal mit, weil ich das im Salat einfach total lecker finde. Dann haben wir einmal Hollandaise und dann haben wir auch noch Bacon. Der war jetzt reduziert auf 1 Euro. Da habe ich 2 Stück mitgenommen. Kann man natürlich immer gebrauchen. Ich wollte heute noch so Teilchen oder so. Also ich wollte was ausprobieren zum Backen. Und ihr wisst, wenn ich was mit Teig mache, dann kaufe ich den eigentlich meistens, weil der mir nie gelingt und das einfach Katastrophe ist. Und da ich auch nicht die Beste im Backen bin, kann man immer ganz gut auf sowas zurückgreifen. Und der war jetzt auch reduziert auf 1,35. Hat natürlich perfekt für mich gepasst. Jakob hat sich einmal Lachgummi mitgenommen. Die waren bei Edeka auch im Angebot. Dann haben wir einmal Schinken mitgebracht. Der ist für ein Essen. Ich habe mir für 1,10 Euro reduziert diese 2 Burger mitgenommen. Ich weiß, das ist sau unnötig. Aber zwischendurch, wenn man so Hunger hat, dann sind die einfach geil. Oder auch wenn ich dann in der Woche arbeite, dann als Mittagssnack ist das voll geil. Dann 4-mal Schokolade für meine Oma. Ja, tatsächlich. Also wir essen jetzt nicht wirklich Schokolade, so richtig viel. 2-mal Vollmilch und 2-mal Vollmilch Traubenuss. Denn meine Oma, die liebt es, wenn die abends auf dem Sofa liegt, sich eine ganze Tafel reinzuschaufeln. Und ich sollte genug mitbringen. Dann habe ich ebenfalls zum Backen einmal Schokotröpfchen mitgenommen. Reduziert war einmal Zwiebelwurst auf 1,15 Euro. Dann habe ich auch noch einen Blätterteig mitgenommen. Der ist auch für nächste Woche, da wollte ich was machen. Ich hatte eigentlich den für was anderes geplant, habe dann beim Hit noch was gefunden und dann nehme ich den jetzt für nächste Woche, wo ich auch noch irgendwie was backe oder irgendwie sowas mache.
Ich habe noch einmal Lachs mitgenommen. Der war reduziert auf 1,50. Den gönne ich mir gleich zum Frühstück. Natürlich wieder Weißwurst. Die sind irgendwie immer reduziert, obwohl jetzt ist es von gut und günstig. Mhm. Die anderen waren von Edeka. Ja, genau. Ja, 1,50 Euro. Konnte Jakob natürlich nicht widerstehen. Dann ist für meine Oma dreimal Wurst mitgekommen. Einmal Salami. Da hole ich immer die kleinen Scheiben, weil meine Oma mag die lieber. Die kann diese großen, dicken Scheiben nicht so gut essen. Und mag dann lieber diese kleinen, weil die halt dünner sind. Fleischwurst mit Pistazie ist ihre Lieblingswurst. Und dann habe ich ihr diese Woche nochmal Leberwurst mitgenommen. Sie sagt immer, guck immer, du weißt ja, was ich esse. Und das letzte in der Tüte ist eine Gurke, die tatsächlich ausnahmsweise, ja gut, sie war 1,60 Euro, aber ist auf jeden Fall billiger als die letzten Wochen mit 3 Euro. Das wollte ich jetzt nicht. Wir haben noch bei der Bäckerei Brötchen geholt. Da habe ich 3 normale geholt, so ein Körnerbrötchen und ich habe mir nach langer Zeit mal wieder so ein Kürbiskernfilet geholt. Boah, ich liebe den so sehr. Bevor du jetzt weiterredest, gib mir schon mal die Sachen hier für den Kühlschrank. Dann kannst du da mal weiter hinlegen und dann stört dich dann nicht so. Achso, wir haben hier noch einen Fleischsalat. Den hatte Jakobs Tante sich mitgenommen. Und die hatte ihre Brille nicht mit und hat dann irgendwie nicht gelesen, dass hier steht Meerrettich-Fleischsalat. Und sie mag überhaupt keinen Meerrettich. Und dann hat sie uns den gegeben. Jakob soll den mal probieren, ob er den mag. So, dann habe ich diese Woche fürs Essen zweimal Bigos geholt. Das war ein Bierchen. Nee, das war eine 7-Up. Bigos geholt. Eigentlich nehmen wir das immer von einer anderen Marke und ich hoffe, das schmeckt genauso. Einmal Cornichons, weil Gurken, die gehen bei mir immer. Dann habe ich noch Möhrchen geholt. Da hole ich mir jetzt 2-3 raus für diese Woche für uns. Und den Rest bekommen natürlich die Kaninchen. Bitte schön. Die kann ich hier hinlegen. Weil mehr brauche ich diese Woche nicht und dafür dann 2 Säcke kaufen, war unnötig. Neue Kartoffeln, das sind jetzt festkochende Kartoffeln. Und dann haben wir hier Getränke. Jakob hat sich einmal Cola Sinalco mitgenommen. Und ich habe 2-mal Fanta, 1-mal Zitrone und 1-mal Pfirsich. Lege ich auch schon, oder nee, stelle ich direkt schon hin. Und hier ist ansonsten nur noch Trinken von meiner Oma. Soll ich das in der Tasche lassen? Oder soll ich das auspacken, damit du es in die andere Tasche tust? Okay. Also einmal Orangenlimonade von meiner Oma. Einmal Cola-Mix für Oma, weil die trinkt eigentlich immer nur entweder Cola oder Limo oder so. Dann 2-mal Cola für Oma ebenfalls. Und dann ist die Tasche auch leer. Und dann kommen wir zur dritten Tasche. Wo ich mein Bier hingestellt? Oh, du, das ist ein 7-Up, kein Bier. Das ist ein Bier. Guck dir mal an, Heineken. Guck mal, wie grün das ist. Guck mal hier. Das ist grünes Bier. Ach, du Heineken. Bist bekloppt. Bei Hit hat Jakob auch nochmal einmal reduziertes Hackfleisch gefunden. Für 2,79 haben wir auch nochmal mitgenommen. Kann dann natürlich auch eingefroren werden. So, dann habe ich von Jakobs Tante einmal Schokofrosch bekommen. Wir haben noch einmal von Hochland, ich glaube sogar 2-mal. Der müsste noch irgendwo gleich hier kommen. Auf jeden Fall haben wir einmal den Cheddar davon mitgenommen. Jakob hat noch einmal reduzierte Butter eingepackt für 1,24. Dann fürs Backen brauche ich einmal Pudding. Und da haben wir jetzt einmal Vanille genommen. Oma hat sich eine Pizza gewünscht, denn wenn sie ab und zu dann mal so zwischendurch Hunger hat und sich was machen will, dann hat sie eigentlich immer irgendwie eine Suppe oder sonstiges da. Und jetzt wollte sie mal eine Salami. Sie wollte eine Pizza. Das schon wieder, hier steht Salami und dann, ach ja, mein Gehirn arbeitet manchmal nicht so gut. Egal, sie wollte eine Pizza und es hat sich gut angeboten, denn Restaurant war im Angebot. Und da habe ich ihr einmal die Salami Mozzarella Pesto mitgenommen. Ich denke, die ist ganz gut. Dann haben wir für diese Woche einmal Kapusta, polnisches Kapusta mitgenommen. Kapusta. Ich habe auch noch einmal Vegeta mitgenommen, weil wir mussten hier nachfüllen und dann war das eine zu wenig, also habe ich nochmal mitgenommen. Einmal kleine Suppennüdelchen für diese Woche und einmal hier so einen kleinen Nudelsalat, den hat Jakob sich von seiner Tante ausgesucht. Verfalle, Hähnchen, Erbsen, Paprika, Karotte, sieht auf jeden Fall ganz gut aus. Dann hat er sich noch einen Pellkartoffelsalat mitgenommen für 1,14 Euro. Achso, der war runtergesetzt auf 94 Cent. Wir brauchen wieder neue Homandose, deshalb. Ja, die kann man immer perfekt behalten. Und vor allen Dingen sind die Spülmaschinen fest. Das ist richtig geil. Dann haben wir noch einmal saure Sahne für den polnischen Gurkensalat. Fürs Brot einmal Ei-Bacon-Aufstrich, reduziert auf 59 Cent. Eigentlich nur unverschämt, dass die kleinen Pöttchen mittlerweile über 1 Euro kosten. Ne? Aber gut,
ich habe ja gesagt, ich möchte mich nicht mehr aufregen. Ja, dann machen wir doch nicht. Dann haben wir von Grönländer einmal das Käseduo mild, nussig und würzig. War im Angebot. Reduziert war einmal Geflügelmortadella auf 90 Cent. Genau, hier ist der andere Käse. Einmal noch mit Emmentaler. Und dann habe ich noch einmal Pinserteig mitgenommen. Der war reduziert und dann dachte ich mir, das passt doch eigentlich perfekt. Einmal Zottarella, der ist sogar mit Basilikum, habe ich gesehen. 250 Gramm ist diese riesige Rolle. War reduziert auf 89 Cent, hat auch perfekt gepasst. Dann habe ich nochmal neues Öl mitgenommen. Ich nehme mittlerweile immer das in der Glasflasche. Ich weiß, da ist zwar nur die Hälfte drin, weil in den großen Flaschen ist ein Liter drin. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, mittlerweile mir schmeckt das einfach besser. Ich weiß nicht, ob es irgendwie nur so ein Gedanke ist, aber es schmeckt einfach besser. Dann war De Checco oder De Checco oder Checco oder so. Nee, ist kein H. Ich habe die Tage habe ich noch gehört bei TikTok, wie es eine Italienerin ausspricht. Ist egal. Checco kann es nicht sein, weil hier kein H ist. Ja, ist egal. Auf jeden Fall haben wir einmal Mezzi Rigatoni mitgenommen. Die waren nämlich im Angebot und die sahen cool aus. Und wenn die mal im Angebot sind, nehmen wir die ganz gerne mit, einfach um mal eine andere Nudelsorte zu haben. Dann natürlich einmal neue Margarine. Dann nehmen wir wie immer die leichte Halbfettmargarine, weil die billiger ist und mittlerweile wieder 99 Cent kostet. Was für so ein bisschen Fett trotzdem zu teuer ist, aber egal. Naja. Und zum Schluss habe ich eine riesige Flasche Maggi mitgenommen. Die war im Angebot für 4,50. Ich weiß, im polnischen Supermarkt kriege ich sie noch günstiger. Meistens für 2,99. Aber wir brauchten welches und ich wollte nicht schon wieder kleine Flaschen nachkaufen. Also dachte ich, 4,50 ist trotzdem ein gutes Angebot. Und dann nehme ich das mit. Genau, ich wollte ja eben noch was sagen zum Essensplan. Den werde ich euch nämlich diese Woche hier im Food Hall nicht verraten. Das Einzige, was ich verrate, ist, dass wir eine polnische Woche haben werden. Wir haben uns da was Kleines überlegt. Und dann habe ich mir zusätzlich noch gedacht, dass ich daraus ein extra Video machen werde und euch da so ein bisschen mitnehme. Und ja, okay. Du freust dich doch auch, oder nicht? Ah, geht's euch. Ich hätte lieber gerne bulgarisch gegessen diese Woche. Der hat schon eine Waffel. Mhm. Aber okay. Ihr könnt aber ja mal ein bisschen spekulieren oder so oder mal in die Kommentare schreiben, was ihr denkt. Weil ihr habt ja jetzt schon ein paar polnische Sachen auf jeden Fall hier im Food Hall gesehen. Oder ein paar Sachen, die man so machen könnte. Und ja, dann würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst mir sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Darüber würden wir uns wie immer sehr freuen. Und dann verabschieden wir uns und wir sehen uns direkt beim nächsten Mal wieder. Tschüss!